Sehr gut, du bist also die Reinkarnation des Helden der Zeit. Dann ist die Zeit also reif. So sei es. Komm. Wohin? Nach hier oben. Kann ich nochmal gehen und neue Feen holen? Du kannst auf jeden Fall speichern, dann musst du den Kampf nicht nochmal machen. Ja, ich möchte speichern. Ich überlege mir das, ich werde doch kein Bogenschütze. Speichern. Machen wir nochmal. Ja, ich setze das Spiel fort. Hallo? Einmal da hoch. Kai macht sich auf den Weg nach oben. Kai macht sich auf den Weg nach oben. Um Toni Bert entgegenzutreten. Ich überlege gerade, ob ich hochklettern soll oder ob ich einfach nochmal darüber schwinge und versuche, Leben zu generieren, aber... Jetzt bist du schon so weit oben. Eben. Oh. Also, weil ich ja zu wenig Tasten habe. Würden sie dich in die finalen Bosskampf ohne noch mal ein bisschen Vorbereitung lassen? So. Just in Kase. Man weiß ja nie. So, prima. Wo will ich jetzt hin? Weiter nach oben. Ich habe halt nur noch eine Fee. Ja. Ach, notfalls klappt das jetzt nicht und dann machen wir nächste Woche den Bosskampf noch und dann das nächste Spiel. Yay. Na? Guckst du mich mit deinem Auge so an? Das ist gut. Und hochklettern musst du ja auch nie wieder. Ja, vielleicht absolut unwahrscheinlich, aber...
Trickst einfach mal das System aus. Ja, gut. Du hast 2 Feen. Ja. Das heißt, du hast 30 Herzen. Soll da erstmal nachmachen. Eben. Ich speichere das mal. Okay. Tonidorf. Gennenbeert. Der 1,5-13. Der 13,5. Wenn, dann schon richtig. Okay, Tonibert Gennendorf, der 13,5. Da. Großmeister des Bösen. Ja. König der Gerudo. Gibt's die Gerudo noch? Nicht mehr in dieser Zeitlinie. Ich habe wenigstens eine Insel. Also mehr Land als er, ne? Ja. Mein Reich lag inmitten einer Wüste. Ich habe eine Insel. Am Tag jagte ein glühend heißer Wind über das Land. Des Nachts herrschte der eisige Griff bitterster Kälte. So oder so, der Wind brachte nichts als den Tod mit sich. Ja, also ich bin der Held des Windes. Jetzt hast du natürlich ein Problem. Doch der Wind in Hyrule bringt etwas anderes. Etwas ganz und gar anderes. Und mich verlangt es nach diesem Wind. Es kann nur Schicksal sein. Erneut versammeln sich diejenigen, welche die Zeichen tragen an diesem Ort. Meine Hand vermag jenes zu fassen, was dem Betrachter jedes Gelüst gewährt. Wenn die Zeichen für Kraft, Weisheit und Mut zusammenkommen, steigen die Götter vom Himmel herab. Wer die Kräfte der Götter, sprich das Triforce, berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. Das Triforce der Weisheit ist bereits mein. Fehlt nur noch deines. Also fast hättest du das Weisheits-Triforce getötet. Keine Angst, ich will dich nicht töten. Aber in deinem Körper ist etwas, das ich unbedingt brauche. Und nun soll sich mein Schicksal erfüllen. Der hängt, als wäre er vom Klassenlehrer erwischt worden, als er was Böses gemacht hat. Okay, Gennendorf ist der Klassenlehrer. Tonibert! Ja, Tonibert! Götter, höret meinen Wunsch! Ich wünsche mir, dass alle samstags rosa Schlafanzüge tragen müssen! Guter Plan, also... Erhebt dieses Land wieder ans Licht der Sonne. Gebt mir Hyrule. Wer das Triforce berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. So war es doch, oder etwa nicht, Tonibert Gennendorf, der 13,5. Erster. Götter des Triforce, höret meinen Wunsch. Eine Zukunft
Schenke diesen Kindern eine Zukunft, die voller Hoffnung ist. Und mir einen Zahnstocher. Hyrule, das Reich der Vergangenheit möge weichen und die Zukunft dieser Kinder strahlend erleuchten. Ja, ich brauche einen. Meinen Taktstock habe ich abgegeben. Aha. Damit hat sich unser Schicksal erfüllt. Gernendorf, du sollst zusammen mit Hyrule versinken. Die Käseecken verabschieden sich. Ich glaube, der hat einen Sonnenstich und schimpft übers Meer. Ich glaube, ihr habt gerade sein ganzes Leben ruiniert. Aber er wird mit dem Boot übers Meer hüpfen. Oh ja. Wie töricht. Eure Zukunft, sagst du. Hör auf zu lachen. Du bist wirklich ein bösartiger alter Mann. Tut mir leid, Gebirge. Ich muss wohl eingenickt sein. Los, lass uns schleunigst von hier verschwinden. Gehen wir heim. Heim auf unser Meer. Also, ich habe eine Insel. Ich habe eine Insel. Meinetwegen. Dann zeigt mir doch mal. Was eure Zukunft, eure Hoffnung wert ist. Und ob ihr des Triforce würdig seid. Ich werde versuchen, ihn kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Versuch du ihm währenddessen Schaden zuzufügen. Magst du eigentlich Pfeile mit Licht? Das ist das, was Tetra gerade gegen ihn einsetzt. Ah. Und offensichtlich nein, mag er nicht. Tetra, du hast mich mitgeblitzt, Dingst. Auch nicht. Sie hat sie nicht auch, sie hat deine genommen. Also ich habe gar keinen Bogen mehr. Momentan dürfst du echt keinen haben, nee. Sag mal! Kleine, was verstehst du am Duell nicht? Habe ich dich lang genug verteidigt? Tetra. Ja, er wird besser. Er fällt auch nicht mehr auf deine Konter rein. Tetra, hast du gerade mich geblitzt, Dingst? Ja, Gellendorf ist ausgewichen. Ja.
Berggebirge. Jetzt müssen wir uns wohl eine etwas raffiniertere Strategie einfallen lassen. Lass uns mal kurz hier drüben Lagebesprechung machen. Ich höre kurz weg, Kinder. Passt super. Schon. Gebirge, ich ziele auf dich und du benutzt dann dein Schild, um... Verstehst du? Nein! Du musst ihn nur anvisiert lassen. Und den Schild benutzen. Und bei Tetra den Winkel bieten. Ja, ich bemühe mich. Du hast es. Ich hab es? Das war's! Oh! Du hast ihm das Schwert in den Kopf gerammt. Das war ein Versehen. Der Wind. Er weht. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich nehme eine Bombe und jag diesen Stein in die Luft. Gebirge! Einer von zwei Fällen in der ganzen Timeline, in denen Ganondorf tatsächlich stirbt. Meine Kinder, hört meine Worte. Ich habe die Vergangenheit stets bereut und in Zwietracht mit ihr gelebt. Wenn ich doch die Dinge nur ungeschehen machen könnte. Es verging kein Tag, an dem ich nicht an das Königreich gedacht habe. Ich war die Geisel dieses meines Landes, Hyrule. In gewisser Weise könnte man sagen, Ganondorf und ich sind uns sehr ähnlich. Er war auch mal ein Boot. Er hat auch so eine dicke, fette Nase. Aber von euch wünsche ich mir, dass ihr mit nach vorne gerichtetem Blick lebt. Ich kann nicht versprechen, dass ich eine gewogene Zukunft für euch erwarte. Und dennoch bitte ich euch, dass ihr die Zukunft positiv und aufrecht entgegenschreitet. Wir, eure Vorfahren, vermochten nicht mehr, als euch diese Welt zu hinterlassen. Verzeiht uns. Aber wir können dir doch zusammen entgegenschreiten. Ja, wir haben doch ein Schiff. Wir finden es bestimmt. Ein Land, das zu einem neuen Hyrule werden kann. Deswegen. Ja, aber es soll nicht Hyrule sein. Wir könnten es Illyr nennen. Illyr. Es soll euer Land sein. Warte, Illyrü. 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 Da kommt Wasser runter. Eine ganze Menge. Ich fühle mich wie eine Qualle. Ich will das Schwert. Bye, bye. Euer Land und unser Vermächtnis. Ihr Tetra ist deine alten Klamotten zurück. Und deine Frisur und deine Hautfarbe. So gefällst du mir gleich viel besser. Hi!
Hast du Medoli gesehen? In letzter Zeit nicht. Hey, habt ihr meine kleine Schwester noch? Offensichtlich. Gut. Hey, Gebirge, wir haben uns eine super Technik-Strategie ausgedacht. Voll geheim. Zeig mir dein Schild, für du weißt schon was. Schild! Guck mal, kennen das doch. Hast du schon mein Schild gesehen? Wie viele Feen hatte ich jetzt noch? 2. Sie hat kein Blumenkleid mehr, sondern ein Totenkopfkleid. Ich sehe, also sie ist... Ja, wir haben Medoli in letzter Zeit mal wieder gesehen. Also wir haben sie gerade gesehen. Ich vermute, Komori hat sie auch in letzter Zeit gesehen. Ja. Oh. Ja. Das war The Legend of Zelda The Wind Waker. Ein niedliches Spiel. Auf jeden Fall. Ich glaube, von den ganzen unglaublichen 4 Teilen, die ich bisher gespielt habe, gefällt mir das mit am besten. Wind Waker ist unglaublich stark, finde ich auch. Ich fand es jetzt ein bisschen nervig, dass ich zum Schluss alle Inseln nochmal abgeben musste, um irgendwas zu finden. Ich finde auch das Menü jetzt nicht so optimal gelöst. Richtig. Und ich glaube, dass dein Controller ein bisschen sehr empfindlich für mich eingestellt ist. Ja. Aber dass der Controller so eingestellt ist, da kann das Spiel nichts für. Richtig. Die Sache ist einfach, das Spiel, man merkt teilweise, dass sie ein bisschen wenig Zeit dafür hatten in der Entwicklung. Den Fehler haben sie ja auch nicht normal gemacht, aber darf gerade für diese wenig Zeit, die sie sich genommen haben. Wow. Klar, die Triforce-Suche, die hätte man ein bisschen anders gestalten können. Da hätte man vielleicht lieber noch einen Dungeon machen können, in dem das Triforce dann am Ende versteckt ist. Ja. Und als das Spiel halt rauskam, war es nicht besonders beliebt, weil alle gesagt haben, oh nein, die Grafik, aber... Was stört mich denn die Grafik? Eben. Man sieht ja jetzt auch, es ist remastered worden und alles, die Grafik funktioniert noch, eben weil sie so stilisiert ist. Oh, wir haben zweimal den gleichen Vogel auf Blase. Wiedersehen. Das sind Zwillinge. Aber ja, das war dann so Wind Waker. Das war The Wind Waker. Also ich hatte Spaß. Das freut mich. Ich hatte auch Spaß dabei, dir zuzusehen. Hast wieder neue Sachen gelernt. Hab wieder neue Sachen gelernt. Dass ich nicht mehr weiß, was du gelernt hast, ist ja egal. Und du hast Toni Bert am Ende echt gut gemeistert. Ja. Ich fände auch das Design von diesem letzten Kampf. Einfach wegen Schwertduell vor diesem zusammenbrechenden Hyrule. Das ist echt schön. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht auf das zusammenbrechende Hyrule geachtet. Es war sehr viel Wasser, das im Hintergrund runterstürzte. Gut. Also, zur Grafik kann ich sagen, sie gefällt mir. Sie hat irgendwas an sich. Es ist jetzt vielleicht nicht die beste, hübscheste Grafik, die ich gesehen habe, aber es ist wunderschön bunt. Ja. Zur Musik kann ich nichts sagen. Wie immer. Wie immer. Da sage ich einfach mal kurz, die Musik ist sehr schön und ich finde es echt klasse, dass sie jedem Bossgegner ein eigenes Thema gegeben haben. So. Wenn sie das gemacht haben, super. Wenn nicht, ist mir auch nicht aufgefallen. Also ja, es war vielleicht ein bisschen nervig, jetzt am Ende hier
das Triforce, die Splitter zu suchen. Mhm. Aber bei weitem nicht so schlimm wie beispielsweise das Backtracking bei Skyward Sword. Ja. Skyward Sword hat halt das Problem, es waren diese abgetrennten Bereiche und dann haben sie da bei jedem noch zweimal gesagt, geh da nochmal hin. Hier hast du zwar dann auch nochmal die ganze Karte jetzt abgegrast, um die richtigen Inseln zu finden, aber es war halt von vornherein diese offene Karte. Ja. Ich meine, wäre ich zwischendurch mal bei den Fischen angehalten, hätte ich vermutlich sehr viel schneller irgendwas gekriegt. Es erschließt sich mir zwar nicht, warum die Orni ausgerechnet die Nachfolger der Zora sind. Das wird später noch viel weniger Sinn machen. Okay. Wenn du dann zu spielen kommst, wo die Orni und die Zora gleichzeitig existieren. Ist das eine andere Timeline? Nein. Ja, vielleicht sind die Zora doch nicht so ausgestorben. Ich meine, gut, die können sich im Meer natürlich echt gut verstecken, so als Fischmenschen. Die haben auch genug Meer. Und da sind sie, unsere beiden Helden. Oh. Wie süß. Und vor allem muss ich sagen, ich mochte Link sehr gerne. Ja, der hat Charakter in dem Spiel. Kriege ich meine Schwester wieder? Boot! Ja, aber Boot hat keine Seele mehr. Boot! Wir haben Schwester zu Hause abgeliefert. Unser Ziel ist, dort, wo uns der Wind hinführt. Gebirge, hast du den Taktstock noch? Ja. Gebirge steht gerade auf seinem kleinen Boot und sticht mit dem Masterschwert in den See. Das Masterschwert hat er ja nicht mehr, also mit einem neuen Schwert. Ich dachte, ich steche mit dem Taktstock da rein. Arel, in 3 Jahren oder so kriegst du das grüne Gewand. Trage ich eigentlich immer noch grün? Jupp. Ich muss mich an die Farbe gewöhnt haben. Jo. Ende. Da ziehen sie dahin. Das neue Land suchen. Was schön. Prima, das heißt, ich komme über die Kartenbegrenzung hinaus, weil Boot nicht mehr sagt, da ist es gefährlich. Richtig. Tetra macht das einfach. Ja, stell doch, was du willst. Dann speicher mal auf den dritten Punkt. Oder lass es einfach, wir spielen ja kein zweites Mal. Nee. Dann mach B. Abbrechen. Zum Titel. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war The Legend of Wind Waker. The Legend of Wind Waker. The Zelda. Und in dem Sinne, beim nächsten Mal gibt's hier was anderes an dieser Stelle. Und bis dahin. Tschüss und Baba. Ciao.